So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Black Ops 2. Wir haben hier die Mission Gefallener Engel. Die führt uns nach Pakistan 2025. Also das ist das Jahr 2025. Was wir jetzt noch nie angeguckt haben, das ist hier das Anpassen der Ausrüstung. Da schauen wir gleich mal rein, oder? Nein. Wieso nein? Ja, von mir aus. Also, man kann nämlich bei jeder Kampagnenmission sich selbst praktisch das eigene Loadout erstellen, also eine eigene Waffen-Config. Und da können wir eben Gewehre, Schrotflinten, MGs, Pistolen etc. aussuchen. Das ist auch zum ersten Mal. Aber wir belassen jetzt einfach mal das Standard-Setup. Ich hätte gerne eine Magnum. Eine Magnum, die ist, glaube ich, nicht freigespielt, aber wir können mal schnell gucken. Ich lege jetzt noch schnell eine Tarnung hier drauf, auf die Waffe, weil das bringt nämlich gar nichts. So. Sekundärwaffe. Nee, nein, wir haben, nein, ist 5-7 und eine Executioner. Ach nee. Schließe 5 Herausforderungen ab. Hier, wer wär's mit dieser Halbautomatik? Nicht? Die Browning? Hm. Ja, die Makarov? Nein. Welche? Ja. Die Browning. Okay, dann obwohl, zeig die andere nochmal. Und die andere? Ah, wir sollten langsam los beginnen. Ja, aber vielleicht hat die andere eine hübschere Farbe. Nein, hat sie nicht. Wir nehmen jetzt die. Und jetzt geht's los. Wir kennen ihn als Befreiter. Ja, Gott sei Dank, sonst kommen wir erst 2030 dort an. Das stimmt. Ja, und der Fiesling Menendez hat dann die Welt übernommen. Danke sehr, Admiral. DeFalco ist Menendez Nummer 2. Das Konzept der Empathie ist ihm vertraut, aber gleichgültig. Das stammt von einer Drohne vor 2 Tagen in einem verlassenen Gefängnis in Lahore. Wir haben letzte Woche den Kontakt zu einem Aufklärer über Pakistan verloren. Moment mal, der internierte Wissenschaftler aus Myanmar hat gesagt, Menendez nutzt Celerium für den Bau einer Cyberwaffe mit Namen Karma. Was, wenn Karma unsere Drohnen ausschaltet? Wisst ihr, dieser DeFalco könnte ziemlich unterhaltsam sein. Ziemlich. Hm. Wie wär's, wenn wir etwas Dampf ablassen, ne? Ein paar Runden im Ring? Gerne. Komm schon, komm leider mit mir. Was hast du gerade gesagt? Als mein Vater starb, aber ich wusste nicht von mir. Es war Menendez. Hat er Dad getötet? Also Woods nahm mich auf, als mein Vater starb, ja. Er sagte immer, ein Spinner hätte ihn getötet, ein Penner. Was zur Hölle ist hier los? Ich versuche es! Das Ding scheint zu klemmen! Sie nähern sich! Da! Geht wieder! Claw-Einheiten aktiv! Waffensysteme online! Granate! Bewegung! Ja, danke für den Ausflug in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Ach, jetzt komm, jetzt hier, da hast du wieder der Claw. Ja, der ist putzig. Der ist putzig, den findest du putzig. Ja. Das ist übrigens der Maximus. Ja, und er kniet sich auch zwischendurch mal hin. Genau, ach, genau, wir können ihn kommandieren, wo der hinlaufen soll. Oh, mach nochmal. Ja, Moment, wo soll er denn hin? Da hin? Sich hinsetzen. Sich hin, ach so. Ich glaube, das macht er einfach, wenn er zu einem Ziel kommt. Moment, wir laufen ihn mal unauffällig hin. Das findest du lustig, dass er sich hinsetzt. Ja. Oh, hoppla. Ich sollte mal aufpassen, was hier passiert. Das Lustige, der übernimmt uns eigentlich
Der übernimmt hier die Arbeit, die wir eigentlich machen sollen. Naja, hätten wir doch noch was alibimäßig einfach nur. Du kannst ja auf die Leichen schießen. Ja, stimmt, aber ja. So, oh, da hinten ist ein. Das? Achso, der gehört zu mir. Ach so. Mann, oh Mann. Das sollte ich natürlich wissen. Wo ist jetzt die Interaktion? Ach, hier. Ja, super. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Oder doch? Oh, Claw Flammenwerfer aktiviert. Hm. War doch ein tolles Merchandise-Produkt. Call of Duty, der Flammenwerfer. Das stimmt. Das würde ziemlich gut gehen. Oh, da draußen ist ein Kampfhelikopter. Da war ein Kampfhelikopter. Ah, und hier ist übrigens der zweite Claw, der Brutus. Ach so, genau, der hat mir gerade aktiviert. Das ist der Brutus und der andere ist der Maximus. Ja, Brutus und Maximus. Claw spielen im tiefen Wasser verrückt. Salazar, Crosby. Putzigen Begleiter. Auf, wir sammeln uns bei Anthem. So. Dann gehen wir hier her. Und brechen hier die Kiste auf. Da ist nämlich der dicke rote Knopf drin. Bringt Brutus und Maximus rauf, damit wir Deckungsfeuer haben, während wir auf der Straße vorrücken. Genau. Oh, Wiedersehen. Die geht jetzt in die Garage. Und danach kommen ganz kleine Claws raus. Wenn sie fertig sind. Achso, so kleine, diese kleinen Klaus. Ja, die haben auch ganz kleine Maschinengewehre. So kleine Baby-Klaus. Okay, alles klar. Guter Schuss. Da könnten wir fast eine Aufzugssimulation mit integrieren. Das wäre doch mal lustig. Ja, die brauchen auch keine Windeln, das ist alles unter Wasser hier. Das merkt man ja nicht. Ich muss ja kurz in Deckung gehen, weil ich hier schon wieder beschossen werde von irgendwelchen miesgelaunten Typen, die ich hier gerade dank Millimeter-Scanner irgendwie doch noch sehen kann. Da, siehst du es? Wieso nein, schweigt ich denn es hier nicht. Alles? Zeig noch mal. Hier, da in der Mitte. Tja. Ach, nicht so egal. Dazu sage ich nichts. Es wurde schon mal ein Kommentar gepostet, wie schlecht ich spiele und das stimmt auch. Ja, das ist doch auch die Serie How Not to Play. Hört denn hier keiner zu? Ja, richtig, okay. Also hier nochmal, das war jetzt gerade die Anleitung. So sollt ihr nicht spielen. Denn eigentlich ist es schon ein Witz, weil das Spiel markiert uns sogar noch die Gegner, damit wir drauf zielen können. Und trotzdem übersehe ich hier viele. So, die beiden da vorne. Kann ich jetzt eigentlich? Ja doch, ich kann schon hier Ziel markieren. Ja, genau. Du hast gerade eine der Grundfunktionen des Spiels entdeckt. Ja, nee, es geht darum, dass das sieht man jetzt nicht, aber hier ist er zum Beispiel, hier ist einer der Claws, nämlich Brutus, und der ballert einfach hier rüber, weil ich ihn jetzt mal kommandiert habe. So. Der hockt auf dem Balkon. Ja, der hockt auf dem Balkon und speit Feuer rüber zum anderen Balkon. Der hält sich halt für schlau dann. Ja. Während wir hier draußen rumrennen. Genau, hier in dem ganzen Dreck hier. In der Soße. In der Soße, ja, macht er sich einfach hier gemütlich. So. Das Gebiet hier. Ich hoffe, das reicht wohl.
Okay. Du verlässt den Sichtbereich der Klos. Du bist auf dich allein gestellt. Verstanden, hat gerade einen von dir erschossen. Wir sammeln uns bei Anthem. Nein, nein, das ist Herr Harper. Das ist ja, der gehört zu mir. Also der Typ mit dem, mit der ganz schlimmen Frisur, der gehört zu mir. Der David Hasselhoff, 80er Jahre Verschnitt. Ja, genau. Das war echt knapp, ha? Huh? Ich hab meine Eier noch. Wie ist's bei dir? Gehen wir. Also ich hab meine noch, glaube ich. Anthem ist gleich da vorne. Komm schon. Na gut. Ja, der Gag wird auch nicht besser. Nein. Hm. Warte drauf, vielleicht kommt's irgendwie noch, aber... Nee, ich glaube, nee. Das wird nicht besser. Die waren auf die Überflutung nicht vorbereitet. Die haben sie mehr oder weniger sich selbst überlassen. Sie waren auf die Überflutung nicht, gut. Nicht vorbereitet. Nicht gut. Ja. Und auf umstürzende Busse. Es geht hier ab. Und auf schlechte Grafik waren sie auch nicht vorbereitet. Ach, ja, okay, gut. Hier ist es teilweise schon, ja. Ja, das Verhalten des Wassers ist auch extrem realistisch. Das fand ich jetzt gar nicht mal so. Scheiße. Also wenn ich das Wasser so anschaue, das ist schon okay. Jetzt habe ich auch nicht aufgepasst. Was müssen wir machen? Ah, schleichen. Wir werden jetzt alle rot. Nein. Hier ist ja. Man muss hier was anderes machen, außer schieß alle tot. Ja. Okay. Sie in Deckung gehen. Also eigentlich im Grunde ist das, das stimmt schon, also das ist eh das meiste. Schnell hinterher. In Deckung gehen und... Bub, wo Teufel. In Deckung gehen und ballern. Und jetzt ist aktuell nur in Deckung gehen angesagt. Los, Section! So. Okay. Na, verdammt, sie hat dich gesehen. Wie, sie hat nicht gesehen. Achso, vielleicht hätte ich auch nicht so blöd rumstehen sollen. Ja. Mhm. Gut. Mal wieder ein hübsches Beispiel von How Not to Play. Mhm. Gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Wir werden zerfetzt, wenn sie uns erwischt. Was hat er überhaupt für Tätowierungen hier? Okay, los. Ach, das sollen Tätowierungen sein. Ja, was denn sonst? Ich dachte, das wäre ein ganz billiger, schlechter Pulli. Eins bleiben, Bruder. Ein Pulli. Oh, gut. Na, verdammt, sie hat dich gesehen. Ja, Blödsinn hat sie. Ja, ich bin in Deckung. So. Ja, er nicht. Ja, er. Ja, oh, jetzt sind wir beide. Na super, jetzt sind wir beide am Arsch. Aber wieso hat sie jetzt mich gesehen und ihn nicht? Ach, egal. Ja, jetzt los geht's. Harper, Schmarper. Wir werden ja, wir sind jetzt schon so weit und labern blöde Spitznamen. So, jetzt ich links bleiben, Bruder. Ich gehe jetzt wirklich hier mitten ins Eck und schaue auch nicht die Leiche an, die schon wieder verschwunden ist. Okay. Los, Section. Leise. Das fand ich ziemlich alarmarisch. Ich blockiere. Jetzt darf nur der Sichtkegel, der Lichtkegel nicht sehen. Das Gebäude. Ja, ja. Hinterher. Wieso ist da eigentlich alles unter Wasser? Weil es eine Überschwemmung gegeben hat? Das sieht man doch.
Das ist ja nicht Venedig. Ach echt, ich dachte, so ist das recht. Der vor dir hat zu viel gepinkelt. Nix wie raus hier. Da vorne ist noch eine Drohne. Na super. Los! Der Zugang ist hinter dem Gebäude am Ende der Straße. Bereit? Ich bin bereit. Los, Bewegung, bevor sie dich sieht. Schneller. Ich geh jetzt mal immer in Deckung. Wir müssen weg. Ja, definitiv. So. Alles im Eimer. Halt! Aber, da sind ISI-Posten am Eingang zur Kanalisation. Du nimmst den Dreckskerl rechts, den anderen übernehme ich. Komm mal runter. Ich bin doch unten. Okay, vorrücken. Okay. Diese Kanäle liegen unterhalb von Anthem. Das nennt man Drecksarbeit. Gut. Die Kanalisation. Doch zu viel gepinkelt. Oh, bitte auf. Das ist echt eklig. Das finden die Fliegen nicht. Gut, dass es hier nicht riecht. Also, durch die Konsole. Ich glaube, du musst den da vorne folgen. Die ISI hat eine neue Lieferung Sockpiece bei deiner Position erhalten. Hier ist eine Tür. Oh Gott, nix wie weit. Ja, du badest gerade drin. Ist auch so schön bräunlich. Könnte eine tolle Themenparkrutsche werden. Ja. Die direkt aus der Kloake von dem Freizeitpark kommt. Ja, Wiederverwertung. Ja, ich glaube, das Recycling. Ja, das ist ja voll für den Arsch. Admiral, wir sind in Position. Ja. Gut gemacht, Commander. Ich weise Sie in die Baupläne von Anthem ein. Der beste Aussichtspunkt wird hier sein. Von hier aus kann man den Hof überblicken. Claws flankieren die Infiltrationsroute. Und diese Jungs sind alles, was bleibt. Wenn sie einen verlieren, sind sie allein. Lassen Sie die Drohnen nicht aus den Augen. Wenn dieses Miststück Sie erwischen sollte, können Sie weghören. Aber das wird Ihnen nichts nützen. Wenn ich einen, darauf zu. Viel Glück, Commander. Von den Dächern aus haben wir bessere Sicht, um Menendez auszumachen. Seile sichern. Sup. Aktivitäten voraus. Wir sind wohl auf dem richtigen Weg. Los. Sieht so aus. Nimm den rechten. Auf dein Zeichen. Ich glaube, du sollst den rechten erschießen. Ich würde ihn aber gerne im Nahkampf schnell erledigen. Na? Gut. Ja, das macht auch mal Spaß. Ja. Oh, was für ein Glück. Ich habe verpasst, wie dein Kumpane das gemacht hat. Ah, der hat es bestimmt eleganter gemacht. Okay, Section. Bereit mit dem Scanner. An Verdächtigen mangelt es nicht. So. Wir wissen, dass er hier sein muss. Bivakov. Die Stadt zerfällt um uns herum. Aber die Regierung tut, als wäre alles unter Kontrolle. Sie interessieren sich nicht für das Leiden ihres Volkes. Auch nicht die Amerikaner. Oder die Chinesen. Sie kümmern sich, aber um ihre eigenen Interessen. Nur um die. Glauben Sie mir, mein Freund. Ihre Unterstützung sorgt dafür, dass die Selbstgefälligkeit der Imperialisten endet. Sie verlassen.
verlassen die Reichweite. Ich bekomme kein sauberes Signal. Komm schon, wir finden einen besseren Aussichtspunkt. Ah, okay, gut. Wir müssen jetzt verfolgen, wie Menendez hier seine fiesen Pläne offenbart. Damit wir ihn dann... Bleiben. Keine Ahnung. Ups, das geht ab. Oh. Damit wir ihn, keine Ahnung was, damit wir ihm einen Schritt voraus sind. Unglaublich. Ja, eine Meisterleistung des Storyschreibers. Och ja. Ich meine, das gab es ja auch schon in Metal Gear Solid. Was? Ich wurde getötet? Was? Vielleicht soll ich auch mal aufpassen, was passiert. Und nicht zu viel labern. Aber egal. Nein. Du denkst halt zwischendurch einfach an gute Spiele. Komm schon, wir finden einen besseren Aussichtspunkt. Ja, das stimmt schon. Also Metal Gear Solid ist, das muss ich jetzt offen zugeben, das ist wirklich intelligenter gemacht. Aber... Aus dem Lichtkegel bleiben. Ach, aus dem Lichtkegel bleiben. Ja, kein Aber. Okay. Ich klebe einfach an seinen Fersen oder an seinen Hintern. Und dann passt das schon. Ach, ich muss mich hinlegen. Ach, das hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen. Ah, okay, jetzt kommt hier wieder der Herr Menendez. Wir glauben, sie sucht danach Beweisen für die Einmischung der Chinesen in der Region. Ich muss es auf jeden Fall aufzeichnen. Könnten Sie wissen, dass Sie sich mit Tian Zhao getroffen haben? Natürlich. Die Amerikaner lassen mich nicht aus den Augen. Bivakov, Sie wissen noch weniger, als Sie annehmen. Sie verlassen schon wieder die Reichweite. Gehen wir. Ja, dann geht's mal weiter hier. Ganz vorsichtig. Und ganz subtil vorgehen. Hat er gerade das Messer sauber geputzt? Ja, ich frage mich nur, von was? Na komm, Menendez. Von der Luft, die dran klebt. Sieht aus, noch jemanden treffen. Ah, vielleicht war der einfach nur blutarm. De Falco. Oh. Und unsere Zielperson. Mit der heutigen Vereinbarung ist alles geregelt. El lugar de la próxima reunión ya está acordado. Allerdings, er trifft sich mit Ihnen in Peshawar, in Nordpakistan. Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al dron esté disponible antes de nuestra próxima discusión. Ich kümmere mich persönlich darum. Buen fortuna, De Falco. Gut. Das ist aber ausnahmsweise mal nicht meine Schuld. Das liegt mal. Ja, also ausnahmsweise. Das war jetzt auch der blöde Grabber, der mir gerade kurz die Aufnahme zerstückelt hat. Und das ist immer Userfehler. Position verloren. Siehst du ihn? Ich hab ihn. Er geht in den Rangierbahnhof, Südseite. Hast du unsere Evakuierung gesichert? Noch nicht. Die Gegend ist zu heiß. Bleib am Ball. Das merkt er nicht, klar. Nö, offensichtlich nicht. So, Tür zu. Er legt ihn einfach drunter, das sieht auch keiner. Nee.
Der trappt sich schon fest. Fahren wir halt doch ein bisschen vor und zurück mit dem Auto über ihn. Genau, bis er so platt ist, dass er eins wird mit dem Boden. So. Oh. Ha. Das ist, ich muss hier was aufnehmen. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Sicherheitsbarrieren sind direkt mit dem Selbstzerstörungsmechanismus verbunden. Sowas ist kein Grund zur Sorge. Das Treffen am 17. Juni wird unter Garantie alle verbleibenden Barrieren beseitigen. Oh gut, dritter Teil aufgezeichnet. Den haben wir auch im Kasten. Der Zug ist im Weg. Hier bekommen wir nichts mehr mit. Gehen wir. Es gab Zeiten, da hatte die CIA überall auf der Welt solche Verhörräume. Alle mit vollständiger Ausrüstung für psychologische Manipulation. Weiß Gott, was für eine Scheiße da passiert ist. Oh, das kann ich dir ganz genau sagen, was da passiert ist, weil das ist genau das Labor aus Black Ops 1, wo sein Vater, David Mason, hier gesessen hat. Samt Testbildschirm, und das war auch das mit den Zahlen. Wo sie beide, also wo der Held genauso wie die Verhörer rausfinden wollten, was eigentlich mit den Zahlen, was sich damit auf sich hat. Und das Ganze, es sieht echt aus wie aus Lost direkt, gell? Man muss auch die Zahlen alle paar Stunden mal eingeben. Genau, ja. Und man muss Lotto spielen, dann gewinnt man. Allerdings ist man dann verflucht. Mhm. Oh. Gut, hier geht's gleich unter Wasser. Ja, die Eifel. So, jetzt habe ich Harper natürlich wieder verloren. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich gleich wieder erschossen. Nee, doch nicht. Sie müssten direkt über uns sein. Okay, versuchen wir es nochmal. Natürlich. Ich weiß nicht nur von der Infiltration. Ich hab sie veranlasst. Verdammt! Oh. Er weiß von uns, Section! Achtung! Granate! Aber du musst doch zugeben, dass zumindest das Feuer echt gut aussieht. Genauso wie die Wassereffekte. Die finde ich auch echt gut. Da ist gerade ein Gerüst ins Wasser gefallen, ohne einen Platscher zu erzeugen. Ach, ein Platscher. Platsch hin, Platsch her. Physik wird vollkommen überschätzt. Ja, also, es geht nur darum, was ist mit den evakuierten Fahrzeugen? Und das ist cool wirst. Das ist einfach ein. Ja, es ist wie ein Hollywood-Film. Da ist doch die Physik völlig egal. Scheiße! Da draußen steht halb Pakistan vor der Tür! Rotus und Maximus müssen vor der Tür! Pakistan steht vor der Tür, oh. Ja. Oh, ah, Rotus, yay! Setz den Flammenwerfer ein! Ja, sind wir schon unterwegs hier. Hier gibt's gleich hier die fette Brand-Action. So. So, jetzt fahren wir hier. Ich laufe mit dem lustigen Brutus durch die Gegend. Achso, der Flammenwerfer funktioniert nur nach vorne. Okay. Moment, ich muss hier noch ein bisschen was erledigen. Gut, Maximus. Oh, nicht der, nee. Gut, hier sprengen wir ja mal alles in die Luft, was nur so geht. Vielleicht kümmerst du dich darum. Da, Wiedersehen. Salazar, wo bleibst du? 30 Sekunden. Okay, was macht er hier? Ja. So, macht's gut, ihr Idioten. Das ist hier das Nachmittagsparty. Ja.
Okay. Gut. Ziel erfüllt. Damit ist hier alles... Oh, einsteigen, das ist gut. Oh, hier ist er wieder. Der gute... Welcher ist es? Maximus Botrus. Kann man dem Leckerli geben? Das stimmt, das wär lustig. Oh, hast du gut gemacht. Na gut. Aber jetzt geht es hier weiter. Jetzt steigen wir hier in diesen Warthog. Zumindest sieht es so aus, wie aus Halo. Dieser Geländewagen. Admiral, wir haben feindliche SOG-Tees übernommen. Erbitte Luftunterstützung und Evakuierung. Da kommt doch jetzt der Master Chief ums Eck. Commander, die komplette verdammte SDC ist unterwegs zu ihrer Position. Sie haben viele Fluchtwege in der Stadt. Setzen Sie die Drohnen ein, um den Weg für die SOG-Tees zu sichern. Und wenn die SDC zuerst hier ist? Hoffen Sie lieber, dass Sie verdammt gute Laune haben. Das wird jetzt spannend. Du musst einen Weg für uns freimachen, Sam. Oh, Scheiße! SOG-Tees blockieren den Weg! Beseitige diese Barrikade! Los, los, los! Okay. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir kurz den Weg mit der Drohne freigeschaufelt. Und dann können wir jetzt unseren Schiff hier fett drüber heizen. Wir machen einen Weg frei auf den Rauch. Was wollt ihr hier? Nichts. So. Keine Zeit für Shopping. Wir müssen. Was müssen wir denn erreichen? Unseren Extraction Point. Glauben Sie! Temposchub, das gut. Oh ja! Oh ja! Yeah. Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Guter Schuss, Mann! Achtung! Das stürzt gleich alles ein! Ach so, ich kann mir aussuchen, wenn ich den Film unterstützt. Das ist es! Ja. Hier hoch! Schön. Kurs ändern, Mann! Die Autobahn, oh, die ist auch kaputt. Tu es, Mann! Verdammt, weiter so! Alme, ach, die zerfetzt. Sehr gut. Ja, okay, logisch. Wo geht's eigentlich hier lang? Ach, hier drüben. Das wird knapp! Versuchen wir es! Triff sie nochmal! Was zum Teufel? Und immer gut. Schön durchbrechen. Und was sagt mir, dass das kein normaler Sortier ist? Ja, hier stürzt gleich alles ein. Nach links. Nach rechts. Ups. Ich sehe gar nichts mehr. Hallo, hallo? Was war jetzt? Was war jetzt falsch? Ach so. Man weiß es nicht. Aber irgendwas war falsch. So. Irgendwas sagt mir, dass das kein normaler Sortier ist. Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch das... How not to play. Nach rechts! Rechts. Nach links! Verdammt, Mann, das geht nicht gut! Aber ich gebe echt nur Vollgas hier. Viel Gegenstände rammen, weil dann ist das Teil nämlich bald im Eimer. Gut, ein bisschen vorsichtiger. Sie sind über uns! Ein Kampfhubschrauber greift uns an! Scheiße, die Drohne fliegt auf den Heli zu! Das ist schön, dass alles immer sofort explodiert, wenn es nur einen Busch hat. Ja, aber das ist... Aber irgendwie ist es cool, ganz ehrlich. Den Flammen ausweichen! Es brennt. Das erinnert mich an die Waterworld-Stunt-Show von Universal. Ah, in den Universal Studios, richtig, ja? Da stimmt, da explodiert auch alles. Aber es ist wie gesagt, es ist ein Hollywood-Film. Endlich! Wo einfach alles kracht und Scheiße, explodiert. Was jetzt? Ohne Sinn und Verstand. Okay, wow, hey, es ganz ruhig. Es sollten keine amerikanischen Truppen in Pakistan sein. Ganz ruhig. Tian Zhao, er hat mit meinem Vater in Afghanistan gekämpft.
Wir haben keinen Streit mit China, General Zhao. Unser einziges Interesse hier ist Raúl Menéndez. Dann haben wir etwas gemeinsam. Seien Sie sicher, Amerikaner. Wenn Sie wegen Raúl Menéndez hier sind, habe ich keinen Grund, Sie zu töten. Dass Harper? Dem sein halbes Gesicht weggebrannt ist, stört ihn nicht wirklich. Nein, das ist Harper, das ist der knallharte Marine, der hält alles aus. Er hat keine Zeit zum Bluten. Der hat keine Zeit zum Bluten, genau. Wie, war irgendwas? Ja, dein Gesicht ist komplett abgefackelt, ja, habe ich eigentlich gemerkt. Gut, das war ja schon die Mission. Aber ganz ehrlich, das war doch echt eine coole Verfolgungsjagd. Sprachlos. Nein. Doch, warum zeige ich dir das überhaupt? Keine Ahnung, weil der langweilig ist? Nein. Ach. Weil du ein Mitteilungsbedürfnis hast? Ach, von wegen, echt. Gut, eine neue Eingreiftruppe-Mission ist verfügbar. Das ist auch sehr geil. Im Englischen heißt das Strike Mission und im Deutschen Eingreiftruppe-Mission. Ja, klingt doch viel besser. Oh, das klingt fantastisch. Naja, gut. Aber die machen wir vielleicht auch noch in einem Let's Play. Gucken wir mal, ob wir die noch verwursten. Gut. Ja, heute nicht mehr. Nein, heute machen wir nichts mehr. Ansonsten war's das. Und beim nächsten Mal schauen wir uns die Cayman-Inseln an. Bis dahin.